Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Stegmann. Ich bin's, der Dennis, und heute geht's einfach mal um das Thema Service und Tesla. Naja, hier am Beispiel des Model 3 schauen wir mal an, was könnte man prüfen, weil unser Tesla zeigt uns ja eigentlich keinen Service an oder beziehungsweise keine Wartung, was für uns als Nutzer top ist. Aber dennoch haben wir einfach auch Fragen täglich. Unser Cindy bekommt täglich Anfragen, hey, muss man eigentlich was am Tesla machen? Und daher mal das Video. Erstens gehen wir darauf ein, schreibt Tesla eigentlich trotzdem irgendwelche Wartungsintervalle vor, die uns jetzt hier dieses Fahrzeug, am Beispiel des Tesla Model 3 Performance, eigentlich nicht anzeigt, aber die doch bestehen. Und zweitens, naja, was kann ich selbst prüfen, beziehungsweise was sollte ich prüfen lassen, wenn ich schon einige Kilometer auf dem Fahrzeug drauf habe oder bevor ich zum TÜV gehe? Nicht, dass ich nachher wegen der Lappalie beim TÜV durchfall und nachbessern muss und nochmal diesen extra Weg aufnehme. Das alles in dem Video. Und als drittes, naja, müssen wir uns leider von jemandem verabschieden. Gehen wir zum ersten Punkt. Gibt es Serviceintervalle oder Service-Dinge, die Tesla uns vorschreibt oder gemacht haben möchte? Und die gibt es interessanterweise. Hier auf dem service.tesla.com kann sich, glaube ich, jeder einwählen, wenn er möchte, kann man das herausfinden. Wir gehen mal ganz kurz die Punkte durch, die Tesla gerne gemacht hätte an dem Fahrzeug und in welchem Intervall, oder? Punkt Nummer 1 heißt es, Bremsflüssigkeit prüfen. Alle 4 Jahre soll der Zustand der Bremsflüssigkeit geprüft werden. Das heißt, es wird geprüft, wie hoch ist der Wasseranteil in meiner Bremsflüssigkeit. Das ist ganz wichtig, weil wenn der zu hoch ist, dann funktioniert meine Bremsflüssigkeit unter Umständen nicht mehr richtig, vor allem, wenn sie Temperatur bekommt. Zum zweiten Punkt heißt es hier Bremsflüssigkeit spülen. Naja, das ist die Übersetzung hier auf dem Tablet. Heißt einfach, wenn unsere Messung ergibt, dass die Bremsflüssigkeit einen Wasseranteil hat, dann sollte sie natürlich getauscht werden, ersetzt werden, damit wir hier wieder volle Sicherheit in unserem Bremssystem haben. Dritter Punkt. Klimaanlagen, Trockenmittel wechseln. Na, was heißt denn das? Naja, wir haben hier noch ein Vor-Facelift-Modell oder auch, sagen wir, Vor-Refresh-Modell. Das heißt, wir haben das Baujahr 2019 und 2020. Und hier haben wir noch einen normalen Klimakondensator. Und laut Tesla sollte man bei Fahrzeugen ohne Wärmepumpe, das haben wir jetzt hier, alle 6 Jahre einen Einsatz wechseln. Und das sehen wir jetzt gerade, wenn wir hier reingehen, gibt es hier in unserem Kondensator wie so einen Trockner-Einsatz, der die Feuchtigkeit aus der Klimaanlage rausfiltert, dass einfach das System sauber arbeiten kann. Und alle 6 Jahre sollte jetzt dieser Filter ausgebaut werden, ersetzt werden. Haben wir auch bei Model S und X, da ist allerdings alle 4 Jahre. Auch was mit der Klimaanlage zusammenhängt, sind unsere Fahrzeuginnenraumfilter. Und ja, da haben wir schon Sachen gesehen, einfach, weil es das Auto auch nicht kommuniziert, weil es keinen Service gibt, werden die guten Dinger nicht regelmäßig gewechselt. Da hat man manchmal schon gedacht, ja, da haben schon manche Tiere überlebt in diesem Filter obendran. Oder es war so dreckig, ich weiß gar nicht, wie der Luft durchgegangen ist, bis es mal wirklich dann auch man als normaler Autofahrer einfach merkt. Tesla sagt, bitte alle 2 Jahre spätestens diese Innenraumluftfilter wechseln. Oder, naja, in China jedes Jahr. Können wir uns Gedanken machen, warum ist die Luft da so schlecht? Dann, nächster Punkt, was Tesla sagt, sind Rotation der Reifen. Das heißt, die Reifen sollen, wenn möglich, alle 10.000 Kilometer gewechselt werden, wenn denn möglich. Wir wissen, wir haben bei Model Y Performance verschiedene Radgrößen hinten, da geht es natürlich nicht. Aber ich sollte trotzdem einfach meine Reifen regelmäßig prüfen. Macht ja auch Sinn, gell? Weil wenn wir auf zu wenig Profil fahren, einmal ist es gesetzlich nicht erlaubt und wir stellen als Fahrer selbst ein Sicherheitsrisiko dar. Und darum einfach die Reifen prüfen, unser Profil prüfen. Ganz wichtig. Wie oft haben wir Teslas, die einfach dastehen, weil der Reifen schon relativ abgefahren ist oder komplett abgefahren ist und es wurde halt einfach nicht drauf geschaut. Also bitte achtet da drauf. Und was wir dann auch gleich feststellen, wenn wir den Reifen prüfen, wie fährt sich der Reifen ab? Fährt er sich gleichmäßig ab oder hat er vielleicht die ein oder anderen Abrieb, dass er sich auf der Innenseite stärker abfährt wie auf der Außenseite? Das spricht für eine falsche Spureinstellung. Und dann noch der letzte Punkt, den Tesla uns vorschreibt, Bremssattel reinigen und schmieren.
Und das ist interessant, das heißt, reinigen und schmieren Sie die Gleitflächen der Bremssättel nur in Regionen mit kalter Witterung oder Streusalzeinsatz und dann jedes Jahr. Soweit, was Tesla uns empfiehlt als Fahrer, worauf wir achten sollten. Gute Hinweise, oder? Zum Punkt Nummer 2. Also, wir haben ja öfter einfach auch Anfragen, könnt ihr noch einen Service am Tesla machen? Und dann hat sich unser Mechanikmeister, der Dirk, hingesetzt und wir haben zusammen so ein Service-Protokoll ausgedacht. Und das gehen wir jetzt einfach mal durch, was wir da prüfen, wenn vielleicht so bevor einer TÜV-Inspektion oder wenn jemand einfach sagt, ich möchte einfach mein Auto mal richtig durchgeguckt haben, macht mal bitte einen Service an meinem Tesla. Und da gehen wir auf viele Punkte auch jetzt ein, die einfach Standard sein sollten. Punkt Nummer 1, Fehlerspeicher auslesen. Wir sind jetzt hier im Tesla, das könnt ihr eigentlich auch selber machen. Die meisten von euch wissen, wie der Service-Mode reingeht, beziehungsweise könnt ihr es ansonsten im TFF-Forum oder in anderen YouTube-Videos nachschauen. Wir sind jetzt hier in der Vehicle-Info. Service Alerts, unsere Fehler. Und bei diesem Fehler haben wir jetzt aktuell keine. Wichtig ist, wenn ihr eine Fehlerspeicher auslöst, dann seht ihr was. Nämlich bei alten Model S haben wir oft das Problem, dass diese Louvre-Shutter, heißt es, diese Luftführungen für die Kühler- und Klimaanlage kaputt sind und das Auto quasi sie nicht mehr betätigen kann. Heißt, wir haben keine optimale Kühlung unseres Fahrzeugs, unserer Kühler und somit kann es schneller überhitzen. Bei Model 3 sehen wir dadurch, was haben wir hier für Fehler vielleicht, einfach die zu weiteren Folgefehlern führen könnten, wenn sie schon am Anfang behoben werden. Daher, wichtig, auch für euch, schaut den Fehlerspeicher an. Gehen wir zum nächsten Punkt, wo wir prüfen können. Zweiter Punkt, wo jetzt hier auf der Liste steht, ob ihr den der Reihe so nacharbeiten wollt oder nicht, ist eure Sache, Außenbeleuchtung prüfen. Ja, bei Tesla haben wir eigentlich in der Regel immer volle LED-Scheinwerfer, außer bei den allerersten Model S, da waren es noch Xenon-Lampen, aber das merkt man dann relativ schnell, wenn sie ausfällt. Wichtig ist aber, klar, Scheinwerfer prüfen, funktioniert alles. Vor allem für den TÜV wichtig. Und ganz wichtig, Scheinwerfereinstellung prüfen. Manchmal haben wir das nach Updates, dass sich die Scheinwerfereinstellung ein bisschen verändert. Prüft auf jeden Fall die Scheinwerfereinstellung. Ihr merkt es vielleicht an eurer Garage, ihr wisst, wie sie normalerweise ist und ob sie jetzt vielleicht ein bisschen höher oder niedriger ist oder an irgendeiner Wand, wo ihr regelmäßig mit dem Fahrzeug hinfahrt im Dunkeln. Dann seht ihr schon mal, stimmt sie? Wenn sie nicht mehr so ist, wie ihr es gedacht habt oder sie hat sich leicht verändert, fahrt bitte in eine Fachwerkstatt bei euch in der Nähe, die mit einem professionellen Scheinwerfer-Einstellgerät euch den Scheinwerfer richtig einstellt. Ich würde es nicht empfehlen, dies zu Hause an der Wand zu tun. Noch ein Punkt zur Scheinwerferbeleuchtung. Gerade jetzt hier beim, sagen wir so, Model 3, haben wir es vielleicht öfter bei den älteren Model 3, wenn ihr eins habt, dass die unsere Kennzeichenleuchten nicht gehen. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Warum? Also einfach, weil wir ja diese Kabelstränge kriegen wir von Tesla freiwillig ersetzt. Und wenn diese Kabelstränge hier einen Kabelbruch haben, kann man es unter anderem daran erkennen, dass manchmal die Kennzeichenbeleuchtung nicht funktioniert. Daher wichtig, kann vorkommen, dass sie nicht funktioniert und ihr nicht unbedingt eine Fehlermeldung habt. Dritter Punkt, der macht mir am meisten Spaß. Jetzt ist auch der Kameramann gezuckt. Nee, Hupe prüfen, ganz einfach. Funktioniert unsere Hupe noch? Gehört einfach, ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Vielleicht müssen wir jemand warnen. Und wenn wir sie schon lange nicht mehr benutzt haben, prüft einfach kurz. Zum nächsten Punkt, Frontscheibe auf Steinschläger prüfen. Naja, ist ganz klar, wenn ihr einen großen Steinschlag habt hier in eurem Sichtbereich, muss die Windschutzscheibe erneuert werden. Ist ja nicht im Sichtschutz, nicht im Sichtbereich, kann er unter Umständen repariert werden, je nach Größe. Aber wenn so einer vorhanden ist, fliegt ihr durch den TÜV. Ganz einfach. Dann, nächster Punkt, Scharniere und Schlösser prüfen, bei Bedarf schmieren. Naja, ihr merkt selber, wenn die Türen nicht aufgehen. Aber geradezu, wenn wir jetzt hier die Tür aufmachen und für den Winter ist, merkt man manchmal, dass es ein bisschen schwer läuft vielleicht, unsere ganze Geschichte. Dann nehmt ihr hier so ein handelsübliches Vaseline-Spray und gerne auch an der Heckklappe, an den Heckklappen scharnieren, gerade bei Model 3. Haben wir das? Generell bei jedem Auto, bei jedem Scharnier gerne was drauf, aber bei Model 3 hat es am meisten Wirkung. Wenn wir hier gerade diese vier Punkte des Heckklappenscharniers leicht schmieren, vor allem wenn ihr noch keine elektrische Heckklappe habt, dann merkt ihr deutlich, dass die Heckklappe leichter läuft. Beschäftigen wir uns hier so ein bisschen vorne mit. Euer Kühlmittel prüfen. Das heißt, wir haben Kältemittel vorher schon besprochen, Klimaanlagenwartung war beim Tesla-Servicepunkt. Kühlmittel haben wir dort nicht gefunden, aber trotzdem wichtig, weil ohne Kühlmittel, ja, kriegen wir irgendwann auch eine Warnhinweis. Achtung, zu wenig Kühlmittel im Fahrzeug. Aber auch hier,
merken wir, wenn wir schon hier reinschauen, das Kühlmittelstand ist zu weit unten, muss aufgefüllt werden. Also einfach mal regelmäßig nachschauen und ganz wichtig auch einfach messen. Erfüllt mein Kühlmittel noch die Spezifikation? Quasi ist es, wie hoch ist der Frostschutzanteil in meinem Kühlwasser? Einfach. Bremsflüssigkeit prüfen wir schon beim Tesla-Ding, aber ist einfach bei uns im Serviceplan auch mit drin. Generell einfach mal die Bremsflüssigkeit prüfen. Wie hoch ist der Wasseranteil? Scheibenwischer prüfen haben wir drauf. Also das würden wir jetzt machen. Ihr merkt es selber, wenn ihr mit eurem Fahrzeug fahrt. Wischen die Scheibenwischer noch wirklich klar oder schmiert er schon leicht? Bei uns im Serviceprotokoll steht jetzt natürlich noch drin, Reifen prüfen, Reifenprofil prüfen, einfach, dass man eine saubere Dokumentation hat. Wenn ihr das selber macht, hakt für euch ab, passt. Oder muss ich demnächst doch noch neue Reifen machen, weil sie einfach kurz vor Ablaufgrenze sind. Bremsenprüfung. Da gehen wir jetzt ein bisschen näher drauf ein. Und dann noch ein kleiner Hinweis. Also Bremsen natürlich, schaut an, wie sehen eure Scheiben aus. Die meisten Teslas, die durch den TÜV durchfallen, sind, weil die Bremsscheiben eben nicht richtig sauber sind. Sie sind eingelaufen und haben Rosträder. Hier ist jetzt nicht der Fall, aber wenn ihr das halt seht, dann muss was gemacht werden. Ansonsten müsst ihr es machen, aber ihr habt zuerst beim TÜV. Habt ihr Zeit aufgewendet und etwas Geld beim TÜV. Dann schaut man natürlich die Bremsbelagdicke an. Wie dick ist mein Bremsbelag noch? Tesla schreibt jetzt hier hinten vor 2,5 mm. Restbelagdicke, dann ist er abgebraucht. Das ist relativ wenig. Ihr seht relativ schnell, wie viel Belag habe ich noch drauf. Und dann kann man handeln oder auch nicht. Schöner Hinweis noch von meiner Seite aus. Wir haben jetzt seit 30.000 Kilometer die Optimalbremsbeläge drauf. Die sind relativ günstig und sind sicherlich nicht für die Rennstrecke ausgelegt. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass ich seitdem auch im Winter, ohne dass ich jetzt speziell auf wenig Rekuperation oder ständiges Bremsen geachtet habe, habe ich trotzdem saubere Scheiben nach dem Winter, weil die Bremsbeläge etwas weicher sind, so mein Gefühl. Und auch von hohen Geschwindigkeiten abbremsen hatte ich jetzt kein negatives Erlebnis. Ich würde jetzt aber natürlich nicht vertrauen, auf die Rennstrecke mit diesen Bremsbelägen zu gehen. Aber für den Alltag fand ich die top, mit der positiven Nebenwirkung, dass meine Bremsscheiben sauber bleiben. Dritter Punkt, ganz wichtig, Achsen. Und da haben wir jetzt einfach mit mehr Kilometern bei den Teslas, ist einfach so, wir haben eine extreme Leistung, wir haben plötzliche Kraftentfaltung, also geht es natürlich auf unsere Achslager. Und deswegen auch ein Punkt, wo viele Teslas einfach zu uns kommen, weil die Achsen ausgeschlagen sind. Egal, ob es Model SX ist oder das Model 3. Model Y haben jetzt noch weniger Erfahrung. Bei dem guten Junge hier, 77.000 Kilometer, haben wir schon jetzt oben die Dreieckslenker ersetzt. Das sind die Meile HD drin. Naja, die Originalen. Man merkt selber, wenn man fährt, manchmal knarzen sie unangenehm. Und wenn wir jetzt gleich hochlassen, zeigen wir euch noch was. Wenn man den nochmal hier durchschaut, also wenn ihr die Möglichkeit habt, beziehungsweise in der Werkstatt euer Vertrauen schenkt, lasst sie wirklich die Lenker prüfen. Das ist auch eine bekannte Schwachstelle vom Model 3, wo einfach die Lenker einreißen. Hier ist schon durch Uniball-Lager ersetzt, aber einfach darauf achten, weil wir hatten schon Fälle, wo dieser Lenker wirklich komplett ausgerissen war und angestanden ist und es wurde sich beschwert über unangenehme Fahrgeräusche. Einfach prüfen, Lenker prüfen, bevor es zu spät ist, bevor irgendwas knarzt oder einfach unsicher wird. Schaut eure Autos bitte richtig an oder lasst sie richtig anschauen. Ja? Natürlich alle Gummis, alle Lager anschauen. Wenn man merkt, dass die Gummis einreißen oder stark eingerissen sind, spricht das für den Ersatz. Wenn ihr auch die Möglichkeit habt, einfach mal kurz reinschauen, ist vielleicht doch irgendwo mein Ausgleichsgetriebe vom Elektromotor undicht, dann wäre da hier was zu tun. Hier leichter Dreck, leichtes Schwitzen nach 80.000 Kilometer, aber ja, meinerseits noch nicht besorgniserregend. Manche empfehlen ein Ölwechsel des Differentialgetriebes, Tesla speziell. Schreibt es nicht vor. Sie sagen, das ist ewig und long life. Allerdings stimmt es auch. Ein Ölwechsel schadet eigentlich nie. Nur, es ist nicht vorgeschrieben. Und wenn wir schon hier unten sind, könnten wir gleich noch eine kleine Inspektion des Akkus machen. Manchmal sitzen wir doch früher oder später auf. Wie hier zum Beispiel. Und wir hatten es in den anderen Videos erzählt, es gibt Bereiche von Tesla, der kann mehr beschädigt sein, andere Bereiche weniger. Gerade hier in dieser Akku-Bodenplatte. Wenn wir dann eine zu starke Beschädigung haben, spricht das eigentlich für einen neuen Akku, wenn sie, glaube ich, stärker wie 7 mm ist, die Beschädigung oder die Einwölbung des Akkus. Einfach durchschauen. Und dann kann man auch sicher sein, hier alles in Ordnung. Ja. Hinterachse, das Gleiche natürlich, kann man Motor mal kurz anschauen und ganz wichtig, unsere Lenker. Wie sehen unsere Gummis aus, damit hier auch einfach wir sicher fahren können und dass wir, weil wir das Fahrzeug zum TÜV bringen, wissen, alles ist in Ordnung.
Natürlich macht man also bei uns jetzt zuerst eine Probefahrt, bevor man das Fahrzeug hochnimmt. Einfach, dass man schon manche Geräusche hört oder manches vielleicht weiß, wo man direkter, genauer hinschauen muss. Macht es auch. Wenn euch was auffällt, oh, das hört sich ein bisschen komisch an, bisschen holperig, bisschen lauter an der Vorderachse, lasst es einfach überprüfen, nicht, dass wirklich was Sicherheitsrelevantes kaputt ist. Soweit mal zu den Service-Geschichten. Also wir haben ganz kurz besprochen, was schreibt Tesla vor, und wir sind jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Punkte durchgegangen, die bei uns, wenn das Fahrzeug bei uns ist, zu dem Service-Check oder zum Vor-TÜV-Check, wo wir einfach durchgehen und alles prüfen. Genauso gehört dazu, ob noch ein Warndreieck im Fahrzeug liegt oder der Verbandskasten auch noch gültig ist. Zu dem dritten Punkt. Das war jetzt das letzte Video von unserer Seite aus mit dem Golden Circle. 4 Jahre sind wir ihn gefahren, 80.000 Kilometer rum, haben viele schöne Erlebnisse mit dem Auto gehabt, viele Dinge ausprobiert. Und wenn ich an den Golden Circle denke, naja, kommen mir fast die Tränen. Denke ich automatisch an meinen lieben Freund, den Markus Meinschein, mit dem ich ihn damals abgeholt habe. Und ich denke, die meisten Sachen gekriegt. Er ist leider von uns gegangen. Er war noch nicht alt, aber wenn ich an den Markus denke, denke ich immer an einen frohen, einen lebensfrohen Menschen, einen neugierigen Menschen, jemand, der immer offen für Neues war, mit dem wir viel Spaß hatten. Uns kommen mir einfach ein paar Erinnerungen, die wir gemeinsam mit diesem Auto hatten. Liebe Familie von Markus, wir, die Firma Stegmann, besonders auch Geschäftsführer Markus Stegmann, ich, Dennis Bolz, wünschen euch in dieser Zeit viel Kraft, dass ihr diesen Verlust, den Markus einfach hinterlassen hat, dieses Loch im Leben, ja, nicht zu groß werden lasst. Und wir alle denken gerne an Markus zurück, an das Positive, an den Lebensmut, die Lebensfreude, die er hatte, an einfach das Schöne, was wir mit ihm erleben können, wie er unser Leben bereichert hat. Wir denken an die lustigen Zeiten zurück. Und dank YouTube haben wir sogar die Möglichkeit, ihn nochmal, ja, wach werden zu lassen, ihn anzuschauen, was für ein Mensch er war. Wir wünschen euch von ganzem Herzen unser aufrichtiges Beileid. Ja, und wenn man Markus heißt, ist man einfach ein toller Typ. Hallo, Mensch, wieder ein Roadtrip. Endlich, wir holen heute ein Performance Model 3 ab. Alles ist ruhig und ich darf einfach mal dahin entgleiten. Dann schieß los. Los geht's. So. Gut, das ist super. Nochmal deine letzten Worte zu deinem neuen Auto. Es war schön.